Herzlich willkommen beim vierten Adventsvideo und gleichzeitig bei dem 25. oder bei der 25. Weihnachtsvorlesung von Professor Zitt. Wir haben ein bisschen behind the scenes gedreht, das heißt, wir haben so die Kulissen gezeigt, wie ist das Ganze aufgebaut, wie haben die das Ganze gefilmt, weil die haben das ja alles gelivestreamt und mega viel Technik, also das war schon eine Menge Aufwand. Erstmal Respekt dafür, das war echt großartig. Haben dann noch ein kleines Interview mit Professor Zitt gefilmt. Ja, ich hätte einfach gesagt, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, da die Vorlesung ja online stattfindet, gucken wir uns mal das Ganze an, wie sie das Ganze aufnehmen und filmen und livestreamen. Dazu gehen wir jetzt erstmal in die Sendekabine, nennt man das, glaube ich, ja. Komm, gehen wir mal gucken. Oder? Hallo? 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 Ihr wollt, ob ich gucke? Ja. Kamera? Nee. Ja. Genau, da, hier haben sie halt verschiedene Bildschirme aufgebaut und dann können sie mal umschalten, welches Bild sie gerade haben wollen, oder? Ja. Genau, dann kannst du ein bisschen erklären, was machst du da so? Hier. Er sitzt hier, genau, das ist die wichtigste Aufgabe des Abends. Er sitzt hier. Er ist hier. Quasi der Schnittplatz. Nein. Beim Fernsehen würde man Bildmischer sagen. Bildmischer. Genau, also er ist erst der Bildmischer. Ja. Er kann da mit seinen Knöpfen da umschalten. Genau. Zeig mal gerade so ein bisschen. Hast du was drauf? Warte. Moment, wir sind gerade. Ich krieg nicht scharf. Hast du die Kamera schon mal? Genau, das ist das Hauptbild und dann kann er immer da ohne so. Oh ja. Oh, ah, guck mal, so mit Schwenk. Hast du das gesehen? 20. Oh. Hallo. Na, mich sieht man nicht, okay. Genau. Cool. Tonplatz. Und hinter mir steht immer der Regisseur, der Anweisungen gibt, was jetzt gerade als nächstes das der da geschnitten werden soll. Das ist ja der Moritz. Das ist der Moritz, oder? So, und jetzt mache ich mal gerade Programmplan. Alles klar, dann hätte ich gesagt, stören wir euch nicht weiter. Genau. Dann gehen wir einfach. Oh. Nee. Ich kann einfach gehen, wenn das hier bleiben. Okay. Also normalerweise wäre das hier alles hier voll, ne? Dann wären ja ganz viele Leute sitzen, bis zu 100 oder 200 Plätze, glaube ich, haben wir hier. Und damit jeder das auch perfekt nachverfolgen kann, ist da auch nochmal extra Bildschirm, also da und da hinten auch, wo die Leute dann. Halt, wenn sie hinten sitze, trotzdem eine Aufnahme von Professor Zitt sehen oder von seinen Gästen. Sieht man gerade so Beispiel. Genau, hier sitzen dann die Gäste und der Professor Zitt. Da sind wir jetzt nicht zu laut, ne? Damit es nicht störe. Da haben sie hier verschiedene Kameras aufgebaut hier. Da haben sie hier verschiedene Kameras aufgebaut, beispielsweise hier eine hier, die dann halt Professor Zitt direkt eine Aufnahme zeigt. Und da haben sie, glaube ich, da auf eine andere Kamera hängen. Ich sehe es jetzt gerade nicht, weil da ist halt ganz schön hell da, wie die Lampe. Ja, und dann haben sie halt hier noch eine Kamera. Ja, ist eigentlich ganz geil, weil haben sie halt. Hat man so immer perfekt ein Bild, wie wenn sie ein Interview machen, als wäre es einfach aufgenommen. Aber ich sehe gerade, wir haben trotzdem Gäste hier. Hier beispielsweise der Spock und der Captain Kirk. Wir sind wie immer live dabei. Das sind die Ehrengäste. Hallo. Was machen Sie hier? So spontan einfach mal gerade Interview mit unserem Campus TV. Im Moment stehe ich hier zur Dekoration, aber ich warte gleich auf meinen Einsatz. Ich bin heute die Vulkanette vom Dienst. Ah, okay, die Vulkanette vom Dienst. Okay, was heißt das? Ich bin Astrobiologin. Astrobiologin, ah, okay. Dann halten Sie dann gleich einen
kleinen Vortrag darüber? Oder? Nein, nein, also Vorträge machen wir ja heute nicht. Wir machen heute nur lockere Gespräche. Stimmt, und es geht ja, ich glaube, ich darf gar nicht so weit vorgreifen, worum es heute genau geht. Ja, das kommt ja aber so es geht heute um die Biologie in Star Trek. Okay. Und da gehen wir in die Astrobiologie rein, in die Astromykologie. Wir gehen über Pilze im Weltraum und allerlei seltsame Lebensformen. Und ich bin absolut in meinem Element dabei. Glaube ich, ja. Ich bin ziemlich, auf jeden Fall schon mal ziemlich gespannt, was auf uns zukommt. Ich denke, dann gehen wir noch weiter, irgendwelche andere Leute nerve. Oh, ich sehe gerade, es gibt auch Snacks. Im Star Trek. Föderationsstoll. Föderationsbrezel und Föderationsstoll. Oh ja. Oh, lecker. Ich glaube, da klaue ich mal gleich was. Also. Hallo, Roger. Yes. Ralf Schmidt. Der Ralf hat ein Video zusammengestellt und Raimund Krone hat uns vorher ein paar Worte aufgesprochen. Und es liegt Ton damals, von deinen Videos haben wir auch in der Weihnachtsvorlesung, nämlich Ton von deinen Videos kommt hier im Audimax 2005. Und das Luca, du guckst auf den Ton, das ist nicht zu laut, Achtung. Ich höre gar nichts. Viel zu leise. Viel. Lauter. Ich mache hier gleich einen Motor an, Luca. Lauter. Wir haben das Audimax. Und Achtung, Schnitt. Also, zeig mal den Markus. Es geht erstmal um. Und Achtung, 5, 7, 7 und Schnitt. Und dann Achtung, 5, 5. So, das war die Weihnachtsvorlesung 2021. Also, das war ja nur eher Weihnachtsdiskussion und ein bisschen Vorlesung. Aber das war ja quasi dann die Silberhochzeit der Weihnachtsvorlesung. Genau, das war die Silberhochzeit, ja. Wird dann quasi auch noch eine goldene Hochzeit stattfinden? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe ja vorhin gesehen, es wird die nächsten 8 Jahre, wenn ich das überlebe, wird es ja noch Weihnachtsvorlesungen geben. Was dann kommt, weiß natürlich niemand. Aber reden wir mal nicht über 25 Jahre, sondern reden wir mal über die nächsten paar Jahre. Und da werde ich das auf jeden Fall weitermachen, ja. Okay. Und das war ja heute keine richtige Weihnachtsvorlesung, nur so Diskussion. Und ist die richtige, also wo dann wirklich über tiefer ins Detail gegangen wird, das wird ja dann im April, in der Ostervorlesung stattfinden. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen erzählen? Ja, also wir haben ja die neuen Star Trek-Serien so wissenschaftlich auseinandergenommen und wollen also mal zeigen, wie diese Visionen, die ja immer in Star Trek gezeigt wurden, wie die jetzt in der neueren Zeit dargestellt werden. Weil man kann ja nicht das Gleiche machen wie in den 80ern. Und man findet da schon sehr, sehr viele Dinge, die einfach weitergedacht wurden. Und genau darum wird es gehen an dieser Ostervorlesung. Ich muss schon aufpassen, dass ich das richtige Wort wähle, weil das ist ein bisschen ungewohnt. Aber ich wollte trotzdem nicht darauf verzichten und heute Abend diese Themen jetzt nur irgendwie virtuell zu machen, es wäre auch zu viel geworden wegen dieser ganzen Jubiläen und so weiter. Und deshalb die Idee, das an Ostern zu machen und dann wird das hier hoffentlich doch so laufen wie sonst immer bis 2019 bei den Weihnachtsvorlesungen, dass hier der Saal voll ist, dass wir das verbinden können mit Verlosungen, mit dass die Fachschaften der Asta da Getränke verkauft und dass es zu einer Party wird, so wie es mal war. Also das wäre so mein Wunsch. Das wäre natürlich das Allerbeste, wenn das klappen würde. Hoffen wir natürlich das Beste. Und wir sind eigentlich alle sehr gespannt, wie es wird. Ja, das bin ich auch. Und vor allem bin ich darauf gespannt, ob es denn umsetzbar ist. Aber das haben wir nicht in der Hand. Ja, also es wird auf jeden Fall online auch noch stattfinden? Ja, auf jeden Fall. Also ja, das das ist selbstverständlich, wird in Präsenz. Also wir können das gar nicht mehr ohne machen. Ja. Das ist so zum... so ein Teil der Weihnachtsvorlesung geworden, dass die auch gestreamt wird und wir haben ja nicht selten mehrere tausend Leute bei dieser Weihnachtsvorlesung dabei und das wollen wir natürlich auch weiter behalten, denn auch wenn man das nicht sieht, hier sitzen dann zwar 500 Leute, aber das sind ja weitere 3.000-4.000, die uns aus der Ferne zuschauen und das sind wir denen eigentlich schuldig, dass wir das weiterhin so machen und ich habe ja ein tolles Team um mich herum, das das ermöglicht. Und deshalb, solange dieses Team da ist, die mich da so unterstützen, sowohl hier vor Ort als auch dann bei Last Geek Tonight, denn man braucht ja auch irgendwie eine Plattform, über die man das verbreiten kann. Wir haben das am Anfang selbst gemacht und dann dabei festgestellt, dass es eben
ja gar nicht so einfach ist. Mhm. Wenn man das jetzt lokal so da irgendwie in die Welt streamt. Wir haben immer das Internet lahmgelegt hier in den ersten Jahren. Und mittlerweile machen wir das eben. Ja. Ja, fast professionell, das kann man schon so sagen. Ich finde, dass heute Abend war das auch schon richtig gut. Also die Kameras waren perfekt aufgestellt, die Kameramänner, ja. Ich habe auch gefilmt. Ja, nee, war super gut. Und die Regie haben das echt super gemacht. Ja, also an der Stelle nochmal meinen Dank an alle um mich rum, die mich da unterstützen, die meiner Meinung nach, das auch deshalb machen, weil sie erkennen, da ist etwas, das macht einfach Spaß, da sich einzubringen. Und das ist für mich natürlich das größte Lob, das ich kriegen kann, dass ich vor allem jüngere Leute, Studierende von hier, für diese Sache begeistern kann, dass die da mitmachen, ohne drüber nachzudenken, dass sie jetzt da irgendwelche Punkte sammeln müssen, Prüfungen schreiben müssen, dass es zu ihrem Studium gehört. Nein, das ist alles ehrenamtlich, weil es Spaß macht. Und das ist doch toll. Ja. Das spricht doch auch für eine Hochschule. Ja, das stimmt. Also wir ich glaube, in anderen Hochschulen gibt es das auf jeden Fall mal nicht, ne? Dass man bei so großen Projekten mitmachen kann und sich beteiligen kann. Ja. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für das kurze Interview. Sehr gerne. Und dann sehen wir uns dann bei der April-Ostervorlesung. Am 13. April. 13. Also, April. Ihr Studenten müsst euch das eigentlich sehr gut merken können, weil es ist der letzte Tag vor Ostern, an dem dann noch Vorlesungen sind und am Donnerstag. Also der Donnerstag darauf, das ist der Gründonnerstag, das sind ja traditionell keine Vorlesungen. Ah, und das war mit ein Grund, warum wir das auf diesen Tag gelegt haben, dass wir am nächsten Tag einfach Party machen können. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Ja, hoffen wir, dass eine Party draus wird. Ich bin sehr zuversichtlich. Ja, ich auch. Okay, dann. Das war's ja. Perfekt. Darf ja so ein Interview nicht enden, ohne dass ich sage, lebt lange und in Frieden und beste Grüße und viel Erfolg im nächsten Jahr. Pekim terakken anpu. Krishmaj butev jaj. Ej dischu petev je. Das war klingonisch und heißt, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Kap la. Euer klingonisch Lehrer Lieven Lita.